Ich habe von der Leiche schon vor Tagen erfahren. Selbstmord, sagt die Polizei. Realistisch, wenn ich nicht vorher einen Hilferuf vom Opfer erhalten hätte. So ein Fall war meine Chance, endlich ganz groß rauszukommen. Was guckst du? Mein Name ist Wolf. Ich bin wegen eurem toten Clown hier, der vor kurzem in der Nähe gefunden wurde. Oh Bursche, ich kann Clowns nicht leiden. Macht Ivan nervös. Ivan stark, aber Ivan würde nie Clown verletzen. Oh, ich verdächtige ja niemanden. Aber wo finde ich denn euren lebenden Clown? Der ist in seinem Waggon. Passen Sie auf, spinnt komplett. Die Leiche wurde in der Nähe des Zelts gefunden. Mehrere Knochenbrüche. Scheint echt tief gestürzt zu sein. Hallo! Mein Name ist Detective Wolf. Und ich bin hier, um... Ein Detective? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen bezüglich Ihres Kollegen stellen. Detective? Heute 8 Uhr? Die große Vorstellung. Ja, ja. Wo waren Sie denn zum Zeitpunkt des Selbstmordes? 8 Uhr, volles Haus! Hören Sie mir überhaupt zu? Können Sie es wenigstens versuchen? Kuchen! Von dem Clown wurde ich auch nicht schlauer. Sie sind wohl Detective Wolf. Ja, ich wollte mal mit Ihrem Direktor sprechen. Der ist im Moment nicht verfügbar. Heute Abend zur Vorstellung können Sie ihn sehen. Aber bitte folgen Sie mir in meinen Wagen, dann können wir reden. Also, Ihnen wird doch sicher nicht entgangen sein, dass einer Ihrer Mitarbeiter umgekommen ist. Ja, ich weiß doch, warum Sie hier sind. Ich selbst bin auch den zwielichtigen Aktivitäten des Zirkus auf der Spur. Es geht um viel mehr als nur den Mord. Wie meinen Sie? Mord? Der Direktor lässt die Leute verschwinden. Diebstähle, illegaler Handel. Der Clown wollte nun an die Öffentlichkeit, deshalb hat man ihn beseitigt. Jener Clown hat mich zuvor kontaktiert. Er klang sehr panisch. Wir müssen verhindern, dass seine Show noch mehr Opfer fordert. Wenn ich heute zum Schluss jemanden aus dem Publikum aufrufe, zähle ich auf Sie. Wir werden die Helden des Abends. Okay, gut. Aber was sind... Jetzt entschuldigen Sie mich. Die Show beginnt in Kürze. Und jetzt, verehrtes Publikum, das große Finale.
Für unseren letzten Akt benötigen wir jedoch noch jemanden. Sie, kommen Sie doch zu uns, verehrter Herr. Meine Damen und Herren, der Direktor. Danke für die Arbeit. Wissen Sie, der Direktor kann Leute gar nicht leiden, die uns auffliegen lassen wollen. Ich bitte Sie um heftigen Applaus. Ich wollte also groß rauskommen. Doch jetzt schieße ich über mein Ziel hinaus.